Lockerlehrer. Klassenlehrer sein, Folge 2. Die Kennenlernphase. Lockerlehrer. Der positive Lehrer-Podcast. Hier bekommst du Tipps und Tricks für deinen Unterricht. Nützliches aus dem Nähkästchen. Das, was dein Lehrerleben leichter macht. Ein Podcast für lockere Lehrer. Und solche, die es werden wollen. Von und mit Lydia Klein. Hallo Moin und herzlich willkommen zum Locker-Lehrer-Podcast. Jetzt mit einer Reihe für angehende Klassenlehrer. Dankeschön für eure Fragen. Das Thema, wie gestalte ich die Anfangsphase mit meiner neuen Klasse, hat euch besonders beschäftigt. Und daher heute ein paar grundsätzliche Gedanken und auch praktische Hinweise, wie ich sie aus meiner ganz persönlichen Praxis mitbringe. Los geht's. Grundsätzlich gilt schon mal, verschafft euch am Anfang eures Zusammenkommens möglichst viele schöne gemeinsame Erlebnisse. Es ist erwiesen, dass zwei Menschen schneller eine persönliche Beziehung zueinander herstellen können, wenn sie schon mal miteinander gelacht haben. Dasselbe Prinzip gilt übrigens auch für deine erste Begegnung oder dein erstes Telefonat mit Eltern. Keine Angst, du musst deswegen jetzt nicht zum Witzbold mutieren. Ne? Aber etwas Humor und auch Leichtigkeit an den Tag zu legen am Anfang, selbst wenn dann mal erste Schwierigkeiten anstehen, das verschafft euch schnell eine gemeinsame Ebene, auf der man gut aufbauen kann. Was schöne Erlebnisse für dich und diese Schüler hier sind, das ist natürlich unterschiedlich. Deswegen prüfe bitte jeden gut gemeinten Tipp, den du irgendwo aufschnappst, ob dieser auf deine Situation, auf diese Jahrgangsstufe deiner Schüler oder eben auch auf deine persönliche Interessenlage überhaupt passt. Es ist also eigentlich egal, ob auf einem Spiel jetzt explizit Kennenlernspiel, ne, oder von und für Kinder von 3 bis 6 steht oder nicht. Alles, was diesem neu zusammengewürfelten Haufen zusammen Spaß macht, dient dem Herstellen eines positiven Klassenklimas. Und davon hast du auf Dauer was. Das kann also auch mal ein spontan eingeschobener Spielplatzbesuch sein. Apropos Spielplatz. Bevor du dir jetzt einen Haufen kreativer Spiele, spannender Aktionen, liebgemeinte Gimmicks raussuchst, bleib bitte stets achtsam dabei. Plan jetzt nicht die ganze Kennenlernzeit komplett von vorne bis hinten durch und zieh das Ganze womöglich noch durch, sondern gib deinen Schülern immer auch Zeit, sich zwischendurch auch mal zu sammeln, eigenständig alleine miteinander zu spielen oder auch zu sprechen. Ich habe das zum Beispiel mal selbst am Ende einer Klassenfahrt erlebt, die ich, sicherheitshalber damals, am liebsten von vorne bis hinten durchplanen wollte, damit die Schüler ja nicht auf dumme Gedanken kommen. Die erfahrenere Kollegin bestand aber Gott sei Dank damals nun mal auf den für mich völlig langweiligen Wandertag. Am Ende war aber genau dieser Wandertag dann für die Schüler die abschließende Krönung des Ganzen. Einfach nur entspannt durch Feld und Wiesen zu spazieren, zu klönen oder mal den Lehrer hemmungslos zutexten zu können. Zwischendurch wurde mal wieder ein Bonschi verteilt oder ein bisschen am Bach gespielt. Ein schöner und entspannter Tag. Für jede Altersstufe übrigens. Überleg mal, ob so ein Wandertag, übrigens völlig egal bei welchem Wetter, Abenteuer schweißen nämlich auch zusammen, ob so ein Wandertag nicht auch für euch entweder ein krönender Abschluss oder eben auch mal eine auflockernde Zäsur eurer Kennenlernphase sein kann. Nochmal zum Thema Spielplatz. Wenn du im Laufe der Zeit merkst, die Kinder werden irgendwie immer unaufmerksamer, viele können wohl auch irgendwie nicht mehr, aber das müssen wir jetzt irgendwie noch fertig kriegen, dann möchte ich dir einfach nur raten, lass locker, raus spielen lassen. Egal, was du noch alles auf deinem Zettel stehen hast und egal, wie alt diese Schüler sind, es prasselt am Anfang nun mal viel Neues auf sie ein. Schüler haben am Anfang emotional und kognitiv durch einen Schul- oder auch Klassenwechsel schon genug zu verarbeiten. Und jede Veränderung in unser aller Alltagsroutine kostet uns immer erstmal Kraft, bevor diese Veränderung irgendwann zur Gewohnheit, zur Routine geworden ist. Dann müssen wir nicht mehr darüber nachdenken und alles läuft von alleine. Doch damit etwas zur Gewohnheit, zur Routine werden kann, braucht es Wiederholung und die kannst du ja nicht herbeizaubern. Und das geht dir ja auch ganz genauso. Es braucht, sagt man immer so, mindestens 3 Wochen, bis sich neue Abläufe für uns so eingespielt haben, dass sie ganz selbstverständlich, ohne nachzudenken und eben ohne zusätzlichen Kraftaufwand umgesetzt werden können. Und wenn dir das schon so geht, ne?
dann doch Kindern erst recht. Und wenn daran manche Kinder verzweifeln, Bauchweh kriegen oder eben rebellieren, weil sie vielleicht bisher auch gar keine andere Strategie erlernt haben, um mit Frust umzugehen, kein Wunder, oder? Am Anfang ist alles oft ganz schön viel. Noch fremde Räume, größere Klassen als früher, viele neue Menschen, Gesichter, komplizierterer Schulweg, früh aufstehen müssen. Viele Kinder kommen schon gestresst in der Schule an, weil ja auch die Eltern nach den Ferien zu Hause erstmal eine gewisse Warmlaufphase brauchen, bis sie alle 6 Kinder morgens wieder zeitgleich und unfallfrei mit dem Porsche vor der Schule abgeliefert haben. Frag mich mal, ich habe nur 2 Kinder und keinen Porsche. Also, selbst wenn deine Schüler jetzt gerade keinen Schul- oder Klassenwechsel hinter sich haben, so doch immerhin 6 Wochen Sommerferien, in denen wir alle, und auch das ist wissenschaftlich belegt, ein bisschen verblöden. Sei also gnädig mit den Schülern und auch mit dir. Mach dich auf anfängliche kleine Pannen und auf die Notwendigkeit, manche Abläufe eben immer mal wieder wiederholen zu müssen, gefasst. Und knall deinen Schülern nicht alles Neue einfach ungebremst um die Ohren. Achte auch auf Abwechslung. Kleine Auflockerungsübungen, Bewegungen, Spielchen zwischen all die neu zu verarbeitenden Infos und dem ganzen Papierkram der ersten Tage gepackt, kosten zwar Zeit, aber alles Neue setzt sich umso besser, wenn die Kinder es in entspanntem Zustand aufnehmen dürfen. Ich behaupte, eine positive Beziehung herstellen, das kannst du eigentlich nur einmal. Das sollte deswegen immer Vorrang haben. Organisatorisches dagegen, das kannst du immer abarbeiten. Und das vielleicht sogar ja noch viel leichter, wenn deine Schüler erstmal gut angekommen sind und du dich nebenbei um niemandes Bauchweh oder Spannungskopfschmerz mehr zu kümmern hast. Ein misslungener Start dagegen, weil ihr euch alle nur in unsicherem oder gar gestresstem Zustand kennengelernt habt, das lässt sich schwer wieder einfangen. Sollte dir also die Schulleitung so eine Liste in die Hand gedrückt haben mit Papierkram, der unbedingt noch auszutauschen, auszuteilen, mit der Klasse abzuarbeiten ist und dir dafür vielleicht sogar noch eine Deadline mitgibt, die dich daran hindert, auf die ganz alltäglichen Unsicherheiten dieser Kinderchen hier einzugehen, würde ich an deiner Stelle diese Liste nur als Anregung benutzen und am Ende der Woche der Schulleitung sagen, Deadline? Wie jetzt Deadline? Ups! Kommen wir jetzt mal zu Praktischem. Mancherorts werden Schüler schon vor den Sommerferien in die künftige Schule zu einem Schnuppertag eingeladen. Das ist wunderbar. Und an diesem Schnuppertag lernen sie dann ihre zukünftigen Mitschüler schon mal kennen und können dich als Klassenlehrer schon mal beschnuppern. Sie gehen etwas entspannter in die Ferien. Du kannst vielleicht selbst schon mal Fotos schießen dabei, zum Namen lernen und dir einen ersten Eindruck verschaffen, auf den du vielleicht ja deine Planung ausrichten möchtest. Vielleicht. Warum ich das so betone, das kannst du dir sicher denken, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast. Auf Vorurteile anderer über deine zukünftigen Schüler solltest du nicht zu viel geben. Ne, es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Es spricht aber meines Erachtens nichts dagegen, auf dein eigenes Bauchgefühl zu hören. Bevor du deiner zukünftigen Schülerschaft sämtliche bewährte Kennenlernrituale der letzten 10 Jahre an dieser Schule überstülpst, wenn es einen solchen Schnuppertag vor den Ferien bereits gab, wunderbar. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Es gibt auch Schulen, an denen ist die erste Woche der Schüler in Form einer gemeinsamen Kennenlern- oder Orientierungswoche des gesamten Jahrgangs bereits wunderbar vororganisiert. An meiner ersten Schule, ein einfach wunderbares Gymnasium in Hamburg war das, da habe ich es erlebt, dass wir zukünftigen Klassenlehrer der neuen Fünften einen oder waren es sogar 2, jedenfalls mindestens einen ganzen Tag dafür frei bekamen, uns bei mitgebrachtem leckeren Essen zu Hause bei der Abteilungsleitung mit dem künftigen neuen Jahrgangsteam damit zu beschäftigen, wie wir die Arbeit mit den neuen Fünftklässlern gemeinsam gestalten wollen, welche Regeln und Rituale wir für diesen Jahrgang brauchen, wie wir diese konsequent einsetzen und noch vieles mehr, was uns unter den Nägeln brannte oder was wir irgendwie für dieses Schuljahr noch so vorhatten, wurde da bereits ausgetauscht. Ein wunderbarer Austausch von Ideen zwischen erfahrenen und ganz neuen Kollegen kam dadurch zustande. Dieser eine Tag hat mir damals als Greenhorn so viel Sicherheit verschafft, denn
Natürlich musst du dich jedes Jahr neu auf individuelle Schülerpersönlichkeiten einlassen. Auf Elternpersönlichkeiten übrigens auch, anderes Thema. Wenn dir aber alles andere, was du als Klassenlehrer an dieser Schule wissen musst, vorab schon gezeigt wurde, die Nachbarklasse das genauso macht wie du, beziehungsweise der nette Mathelehrer bei euch im Team, dann ist das ein nicht zu unterschätzender Gewinn für den Start eines neuen Jahrgangs an einer Schule. Und das, behaupte ich mal, durchzieht dann auch alle anderen Jahrgänge, weil ja jeder Lehrer, der in diesem Jahrgang unterrichten muss, davon mit profitiert, dass dieser Jahrgang einen richtig guten Start hatte, gemeinsam und alle zusammen am selben Strang gezogen haben. Du kannst jetzt auch sagen, na ja, lass dir erstmal ankommen. Man kann ja später immer noch nachfragen. Und ich verrate dir, auf viele Fragen kommt man überhaupt nicht. Selbst nach mehreren Schulwechseln nicht. Hörst du hier jetzt gerade mit den Augen rollend als Schulleitung zu und sagst dir, also mal ehrlich jetzt, dafür 6 Kollegen den ganzen Tag freigeben, das geht nun wirklich zu weit, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Ja, vielleicht, aber komisch, an meiner Schule ging das doch damals. Ich weiß nicht, wieso das da ging, aber ich kann mich noch zu gut an das positive Feedback von Eltern damals erinnern, die sich bei uns Klassenlehrern irgendwann dafür bedanken, wie gut ihrem Kind mit uns der Einstieg an der neuen Schule gelungen war. Ich möchte daher einfach mal betonen, jetzt mal ganz ehrlich, Klassenleitung ist doch immer mit unbezahlbarer Mehrarbeit für die Kollegen verbunden. Es ist doch daher ein wunderbar motivierendes Signal, wenn du als Schulleitung am Anfang der Zusammenarbeit nicht einfach Kooperation zwischen Kollegen einforderst, sondern auch aktiv dafür den Raum eröffnest und zeigst, dass du dir konstruktive Zusammenarbeit an deiner Schule gerne auch was kosten lässt. Wenn du das Glück hast, dass schon vor der Ankunft der Schüler unter Kollegen an deiner Schule kooperiert wird und ihr voneinander profitieren könnt, herzlichen Glückwunsch. Falls nicht, übernimm bitte trotzdem Verantwortung und scheu dich nicht, erfahrene Kollegen um Materialien oder Hinweise zu bitten, wie das bisher so immer gelaufen ist. Oft gibt es bereits Spiele und Ankunftsrituale im Archiv, die sich an dieser Schule ganz besonders bewährt haben. Also, setz dich bitte nicht hin und erfinde jetzt mühselig Fragen für eine neue Schulrallye. Vielleicht reicht dir auch die Kopie aus der Nachbarklasse und fertig. Sorg selbst für deine Entlastung ist hier das Zauberwort. Apropos Entlastung. Mancherorts übernehmen auch ältere Mitschüler als Paten Aufgaben, um die neuen Schüler willkommen zu heißen und gut ankommen zu lassen. Wenn du bereits einige Schüler in höheren Jahrgängen vielleicht kennst, denen das gut gefallen oder denen es auch einfach mal gut tun würde, für jüngere Schüler Verantwortung zu übernehmen, dann binde die gerne mit ein. Meistens fühlen sich Schüler total geehrt, wenn sie das dürfen. Drück ihnen aber nicht alles in die Hand, sondern frag sie auch, welche Spiele und Rituale sie so kennen oder was sie vorschlagen möchten. Bedenke, egal wie jung du jetzt gerade noch bist, für deine Schüler bist du immer uralt. Und deine Paten können definitiv besser einschätzen, was den neuen Schülern jetzt gerade gut gefällt. Die sind nun mal näher an den Schülern dran. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an ihre erste Zeit an dieser Schule. Ganz allgemein gilt, wenn du als Lehrer immer auch lernender bleibst und neugierig die Ideen von deinen Schülern aufnimmst und vor allem auch ernst nimmst, kannst du ihnen oft zu einem großen Schritt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung verhelfen. Dir selbst vermutlich auch. An der Grundschule meiner Kinder zum Beispiel bekam jedes kleine Erstklässlerlein einen eigenen Paten aus der, ich glaube, 4., der ihm die Schule gezeigt hat, in der Pause mal mit ihm spielte oder Fragen beantwortete. Ich selbst habe mir für eine 5. Klasse auch mal tolle Schüler aus Sek 1 geschnappt, die dann in unserer offiziellen Kennenlernwoche ab und an dabei waren, im Sitzkreis mal ein bisschen erzählt haben, Nähkästchen geplaudert, wie das alles so läuft an dieser Schule. Und die Kinder hatten solche Ohren, das war eine willkommene Abwechslung für die Kinder. Die sind dann sogar noch mit auf die 2-tägige Kennenlernreise mitgefahren und das war eine echte Entlastung. Die 5-Klässler finden diese Großen meistens total cool. Und du bist dann auch nicht mehr so im ständigen Zentrum der Aufmerksamkeit. An der IGS, an der ich unterrichtet habe, gab es sogar eine richtige AG, eine Arbeitsgemeinschaft für Paten, die ein ganzes Schuljahr darauf vorbereitet worden waren, bestimmte Spiele und Aktionen für die Neuankömmlinge an der Schule vorzubereiten und umzusetzen. Die sind selber daran richtig gewachsen, das war toll.
Ich finde, Patenschaften sind für alle Beteiligten eine große Bereicherung. Wenn du das jetzt in der Anfangsphase nicht schaffst, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Sichere dich und die Schüler aber unbedingt vorher ab, was genau die Paten jetzt dürfen oder müssen und was eben nicht. Überfordere die nicht. Sie können entlastende Assistenten für dich sein, aber sie sind natürlich nicht mit Aufsichtspersonen zu verwechseln. Die Verantwortung ist und bleibt natürlich bei dir. Wie gesagt, bleib bitte achtsam bei allem, was du so planst und stress deine Schüler nicht, indem du deine großartigen Ideen an ihnen jetzt abarbeitest, obwohl du vielleicht insgeheim merkst, dass die Hälfte schon gar nicht mehr richtig zuhört. Wenn das nämlich so ist, kannst du dich natürlich anschließend im Lehrerzimmer darüber ausheulen, wie schlecht vorbereitet, unkonzentriert, undankbar die neuen Schüler hier so sind. Bestimmt würdest du auch immer irgendeinen Schuldigen dafür finden, warum das alles so ist. Aber einen gesunden Beziehungsaufbau, der euch gemeinsam auch stark macht für die irgendwann wirklich auftauchenden Stolpersteine, wird dieses Gejammere bestimmt nicht fördern. Bedenke, du sitzt am längsten Hebel. Du trägst die Verantwortung und du gestaltest hier neu, egal was deine Schüler mitbringen. Mach was draus. Also, statt dich über diesen Dreckshaufen hier aufzuregen, krempel deine Ärmel hoch, gib ein bisschen Wasser dazu und fang an zu töpfern. Zusammenfassung. Sorg am Anfang für schöne gemeinsame Erlebnisse und bring Humor und Leichtigkeit in die ersten Begegnungen mit Schülern und auch Eltern. Das stellt schneller eine gute Beziehung her und macht euch stark für alle noch anstehenden bösen Überraschungen des Schulalltags. Kleb nicht so sklavisch an deiner Planung, sondern bleib achtsam. Wenn nichts mehr geht, geht raus und spielt. Lass deinen Schülern in der Kennenlernphase genügend Raum, sich unverplant, unbeobachtet zu unterhalten, zu spielen oder auch mal nichts zu tun. Das lässt sie alles Neue viel besser verarbeiten und sorgt für Entspannung in dieser oft ja recht spannenden Zeit. Und diese Entspannung braucht es, will man eine vertrauensvolle Beziehung zueinander herstellen. Sei also gnädig, wenn es mal zu Pannen kommt. Setz auf Wiederholung und bedenke, dass viele Kinder und auch Eltern vor und auch nach der Schule vielleicht gerade so viel Neues zu wuppen haben und eine Anlaufphase brauchen. Bringst du als Lehrer ein bisschen Verständnis dafür auf, ist das wiederum ein Pluspunkt in Sachen Beziehungsaufbau und macht euch fit für schwere Zeiten. Setzt vor allem am Anfang auf Kooperation mit den Kollegen der Nachbarklasse oder eben im eigenen Klassenteam. Denn je mehr Kollegen im Jahrgang zum Beispiel gewisse Rituale aufnehmen, gewisse Regeln beobachten, desto leichter lassen sie sich natürlich dann auch mit Schülern umsetzen. Es verschafft Sicherheit und Raum für kreativen und konstruktiven Austausch, wenn ihr als Jahrgangsteam eure Anfangszeit gemeinsam plant. Idealerweise eröffnet euch die Schulleitung dafür den notwendigen Raum. Falls nicht, hör dich als Anfänger trotzdem unbedingt bei erfahrenen Kollegen um, bevor du allein die x-te Schulrallye planst. Ältere Schüler als Paten einzusetzen, entweder 1:1, für jeden Kleinen einen Großen, oder aber 2 bis 3 tolle Typen, die die Klasse ab und an bei Ausflügen oder auch einfach als Ansprechpartner für alles begleiten, sind für die neuen Schüler eine total coole Abwechslung und für dich eine willkommene Entlastung. Das war's für heute. Immer noch zu schwammig alles? Dann scroll doch mal runter und hör dir nochmal die Podcast-Folgen an, die ich vor ungefähr einem Jahr aufgenommen habe. Die ersten 8 Folgen dieses Podcasts sind tatsächlich genau dafür da, nämlich einen Klassestart mit neuen Klassen hinzulegen und für ein positives Unterrichtsklima zu sorgen. Außerdem gibt es in der nächsten Podcast-Folge Kennenlernspiele für tatsächlich alle Jahrgangsstufen. Manche davon habe ich selbst ausprobiert, manche wurden aber auch in die Lockerlehrer-Facebook-Gruppe gepostet. Wenn du da noch nicht drin bist, sei herzlich willkommen. Verbinden kannst du dich mit mir ebenfalls über Facebook, Instagram oder besuch mich auf meiner Homepage lockerlehrer.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, Lockerlehrer!